Habt ihr ein schwarzes Schaf in der Familie? Also ein Familienmitglied, das nur unregelmäßig zu Familienfeiern erscheint? Wie der Onkel mit dem bunten Hut, von dem keiner weiß, was er beruflich macht? Oder die Tante, die ausgewandert ist und irgendwas mit Kunst macht? So ähnlich verhält es sich mit dem Volkswagen K70. Er trägt zwar denselben Nachnamen wie seine luftgekühlte Heckmotorverwandtschaft, aber er ist irgendwie anders, er passt nicht wirklich dazu. Es mag vielleicht daran liegen, dass er nur ein angeheirateter Verwandter ist, vielleicht sogar ein zwangsverheirateter Verwandter. Aber seien wir doch mal ehrlich, schwarze Schafe sind irgendwie interessant, oftmals steckt mehr dahinter, als man denkt. Und das ist der Grund, warum wir uns den K70 heute mal etwas genauer angucken werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe PS-Speicher TV. Der Volkswagen K70 ist eigentlich gar kein echter Volkswagen, er ist ein NSU und er sollte die Lücke schließen zwischen dem NSU-Prinz und dem Roh-80. Das K in K70 steht übrigens für Hubkolbenmotor, denn im Gegensatz zum Roh-80 hat er einen herkömmlichen, wassergekühlten, rein Vierzylindermotor. Verantwortlich für das damals überaus moderne Design war Klaus Luthe, der später auch für Audi und BMW gezeichnet hat. 1965 begannen die Arbeiten an dem K70, von dem eigentlich auch ein Kombi geplant war und eine Fastback-Variante und sogar ein Modell mit Wankelantrieb. Der hätte dann Roh-70 heißen sollen. 1969 war die Limousine dann serienreif. Aber es kam dann ganz anders. NSU war mittlerweile in finanzielle Schwierigkeiten geraten und wurde von der Auto Union übernommen. Und die Auto Union hatte schon einen Mittelklasse-Pkw, nämlich den Audi 100. Also hat VW zugegriffen und ein Jahr später den K70 als Volkswagen K70 auf den Markt gebracht. Auch wenn der K70 eigentlich kein echter Volkswagen ist, sondern ein NSU, er ist ein mega wichtiger Meilenstein für Volkswagen. Es ist der erste in Serie gebaute Volkswagen mit Frontantrieb. Es ist der erste in Serie gebaute Wagen mit wassergekühltem Motor. Es ist der erste in Serie gebaute Wagen von Volkswagen mit Frontmotor. Also total modern. Und der Wagen hat dann natürlich die Verwandtschaft aus dem Hause Volkswagen relativ alt aussehen lassen. Das war tatsächlich ein Problem, auch für viele Händler, denn sie hatten ihren Showroom voll mit Käfern, voll mit 1600er oder mit 411ern. Und die waren gegenüber dem K70 natürlich vollkommen veraltet. Deshalb kam der K70 vielleicht auch nicht ganz so gut an, denn er war vielen Käufern und den Händlern auch ein bisschen zu modern. Außerdem war der Wartungsaufwand ein bisschen höher beim K70. Denn, man muss sich mal vorstellen, die VW-Mechaniker, die jahrelang nur an Heckmotoren geschraubt haben, an luftgekühlten, mussten auf einmal an so einem Motor schrauben. Und der Wagen hatte innenliegende Bremsscheiben. Das war auch nochmal ein bisschen komplizierter. Das Fahrwerk hat der K70 übrigens direkt vom Roh-80 übernommen. Vorne MacPherson-Federbeine, hinten eine moderne Schräglenker-Hinterachse, Teleskopstoßdämpfer an jedem Rad. Damit liegt der K70 wirklich gut auf der Straße und hatte ein modernes, zeitgemäßes Fahrwerk. Er federt zwar ein bisschen weich ein in den Kurven, aber das war halt damals so. Das sollte dieses Gefühl von Luxus und von Komfort vermitteln. Das Raumgefühl im K70 ist top. Kein Vergleich zum VW 1600 und auch nicht zum VW 411, der ja eigentlich größer ist als der K70. Das gute Raumgefühl kommt daher, dass die Gürtellinie relativ niedrig ist. Ich habe viel Glasflächen, ich habe eine gute Rundumsicht und ich habe viel Platz im Innenraum. Ich habe sogar viel Platz im Kofferraum. Das hier ist ein VW K70 LS mit der 100 PS Maschine. Das war damals, 1970, schon eine richtige Ansage. Der K70 wurde von 1970 bis 1974 gebaut, aber auch nicht wirklich in großer Stückzahl. Also damals war der Wagen auch schon ein Exot. Die VW-Käufer konnten sich einfach nicht mit dem neuen Konzept anfreunden. Also, der K70 ist ein schwarzes Schaf, aber ein wirklich interessantes schwarzes Schaf mit einer wichtigen Familiengeschichte. Wenn ihr den K70 und seine anderen Familienmitglieder mal live sehen wollt, dann besucht uns im PS-Speicher oder im PS-Speicher-Depot Automobil. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.